Belohnungshändler. Da kann man ja zuschauen. Du willst den Weg nicht. So, jetzt schauen wir mal meinen Charakter an. Wissen. Oh, Fähigkeiten kann ich ja ausbessern. Na den. Hey, erste Hilfekasten können wir auch schon hergeben. Was darf ich Ihnen zeigen? Gefällt Ihnen was davon? Du hast, Markus, du hast das Radar eh, gell? Du hast das Radar. Bitte, wo alle Gegner sieht das Radar. Sie haben ein gutes Geschäft gemacht. Passt, dann nehme ich einen erste Hilfekasten mit. Und ein kleines Geschütz. Sie wollen sich was gönnen? Was? So. Dann haben wir noch was. Alles Glück der Welt. So, ja, ich weiß. Ach so, Vorteile. Ja. Hey, ich sehe doch, dass okay. Sie was kaufen wollen. Ja, passt. Und dann am Inventar. Oh. Oh, 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 oh. So, da. Das ist super, dass ich jetzt eine neue Schaufflinte habe und die ist schlechter als was die im Geber nicht in der Hand. Finde ich halt ganz doof. Aber die sind automatisch aktiviert. Das ist sie. Alles Glück der Welt da draußen. Ja, soll man die Waffen verkaufen oder eher zerlegen? Was ist denn besser? Ja, das ist mir schon bewusst. Ich sehe doch, dass Sie was kaufen wollen. So, nix. Ja, die besten sind. Welche Waffen sind die besten? Was? Gar nicht Gold, oder? Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Farbe gibt. Verkaufen, weil du kannst nachher. Geh mal zum Händler, da gibt es blaue Waffen. Wenn du die kaufst, die sind viel stärker als die normalen. Genau, ja, und die kosten urviel. So. Der kostet, eine normale kostet 700, die kostet gleich 1700, obwohl die nicht einmal noch gut ist, die blaue. Und kostet schon so viel. Ja, so weit sind wir halt noch nicht. Ja, ich habe ja nicht eine Griff für Stabilität für die Waffe, Gott sei Dank. Hey, ich weiß doch, dass Sie das interessiert. Das ist mir schon auf den Nüsse gegangen. So, nix. Visier habe ich auch, cool. So. Und das andere kann ich verkaufen, passt. Ist es wurscht, bei welchem Händler ich verkaufe? Hauptsache es ist verkauft oder kriege ich da überall den selben Preis? Sie wollen sich was gönnen? Na, gehen wir gleich zum Waffenhändler. Nein, ich will nochmal verkaufen. Alles Glück der Welt da draußen. Ich verkaufe mal alles. Wie wollen Sie von da hinten irgendwas kaufen? Nein, das ist überall dasselbe. Hey, sehen Sie sich die Ware an. Ah, ich habe eh meine Waffen noch, oder? Die kann ich hier nicht verkaufen, die was ich angekriegt habe, oder? Wir müssen diese Basis von jetzt an sichern. Wenn wir fallen, okay. Fällt man hin. Ja, weißt du, ich bin ja schon sehr vieles gewohnt im Spiel. Okay. Na, passt. Solche Geschäfte gefallen mir. Ja, grüne Waffen brauche ich nicht kaufen. Blaue.
Nein, die Waffen, die du hast, die zeigt er dir gar nicht an zum Verkaufen. Hey, das sollten Sie sehen. Nein, nicht, weil es hat ja. Weil du steckst jedes Mal auf und ja. Sehen Sie sich an. Na gut, eigentlich. Ja. Aber es hat jetzt noch nicht viel Sinn, sich eine bessere Waffe zu kaufen. Wir werden ein paar Nebenmissionen, oder? Ein paar Stufen aufsteigen. Weil zwei Hauptmissionen haben wir jetzt hinter uns. Ja, genau. Richtig Sinn macht es erst ganz am Schluss. Überlegen Sie sicher noch. Werden Sie aber wenn du dir mal wenn du Stufe 10 oder 11 bisschen neu kaufst, die für dich super ist. Das ist gut. Nächstes Mal wird's was. Du wirst ja noch herausfinden, was da am meisten taugt. Ja, ich bin auch schon fertig. Ich warte schon draußen. Ich schau mal, was machen wir als nächstes? Was Grünes? Ja, wir müssen jetzt einmal Sachen sammeln, damit wir die Flügel ausbauen können, oder? Ist okay. Ja, da gibt es einen Nebeneinsatz, immer da hin. Naja. Lustig. Gemma. Geht's wieder weiter. Na bitte. Werkzeug. Automatenmission. Gehen wir da durch. Modifizieren. Mal einen Stress. Ja, ich sehe es, ich bin grün, oder? Wo? Sicher. Ah, da sind. Schon wieder. Ah, die muss man verteidigen. Das muss man beschützen, ja. Na bitte, Nachschub ist verteidigt. Warnung, eintreffende Gegner. Ah, schön. Glaubt ihr, wir wären nicht vorbereitet? Nein, es geht ja weiter. Das dauert ein paar. Das hat ein paar Wellen. Jetzt wieder vorn weiter oder muss man da bleiben? Ja, was ist denn jetzt da? Na, dann wird stehen, dass wir es geschafft haben. Warnung, eintreffende Gegner. Ja, vorne. Da, dort Anzeige. Ich glaube, wir kommen nicht hier auf.
geht's auf der anderen Seite weiter. Oder geht's noch da weiter? Na, da kommen sie schon wieder. Warnung! Eintreffende Gegner! Na schau. Oh, hallo Agent. Ein paar Jungs wollten mit mir wetten, dass du diesmal ins Gras beißt. Aber da habe ich nicht mitgemacht. Vor allem natürlich, weil ich kein Geld für sowas habe. Aber auch, weil ich an dich glaube. Gute Arbeit. So. Dann ist da unten gleich das nächste Kampf. Naja, das ist schon gut. Musst du keine Sorgen machen. Ich schaue immer, ob es da irgendwo welche Sachen gibt, die da rumliegen. Das wird nachher angezeigt, wenn es vorbei ist. Das zaubert euch nicht den, der ist so gut, schaut das. Naja, hin und wieder passiert das. Ah, du jetzt. Wie viel Schatten mit der Show kriegt, wenn man gerade da drauf ballert? Cool. Aber Munition brauchen wir wieder mal. Na ja, komm hoch. Das ist ein Riesenproblem mit dem Spiel. Das ist ein schöner Trottel, oder? Na schon eigentlich. Da. Genau, ohne uns wäre es anders ausgegangen, sehe ich auch so. Wie ich bei der Mission bin, habe ich keine Munition mehr. Nice. Das ist unsere Chance. Gut, dass sie aufgetaucht sind. Ja. Da geht nicht durch. Auf dem müsst ihr aufpassen. Letztens habe ich das mit meinem Bruder gespielt, der hat uns fünfmal umgebracht. Der Typ, der hat irgendwie Substrat oder so. Die Geschütze sind nicht schlecht, gell? Ja, es ist 97. 125. Entschuldigung. Ja, da ist irgendwie verdorben. Mein Radar ist total rot. Headshot. Ja, aber doch, da ging ja, das wenn man ja nur ein paar Mal in den Kopf schießen kann. Und bitte
jetzt habe ich wenigstens wieder ein paar Schuss. Wieder mein Stock. Ja, da muss man doch rein. Ah. Das. Da ist nichts. Warnung! Kontaminierte Vorräte entdeckt! Achso, ist der Schaf, den muss man schon mit Knochen machen, vergessen. Da müssen wir jetzt suchen. Jeder geht in einen Stock. Ich bleib gleich im Erdgeschoss, okay? Da ist auch nichts. Da müssen wir alles durchsuchen, bis wir den Schmorn finden. Da ist nur Licht. Da ist auch nichts. Findet man sie jetzt nicht, oder was? Naja. Okay, ganz oben ist es nicht. Ich bin jetzt raufgegangen, aber da war nichts. Ich habe eigentlich alles durchsucht und habe nichts gefunden. Steht öffnen und kann nicht öffnen. Das ist wahr, ein bisschen doof, oder? Das ist ein Schaf. Sie verlassen das kontaminierte Gebiet. Ja, das stimmt. Warnan, Sie betreten jetzt kontaminiertes Gebiet. Wieder frei. Ist das einfach ganz aufgegangen, oder was? Mhm. Wo ist denn der Schaf, bitte? Okay. Also ich hab das zweite auf jeden Fall mal gefunden. Ganz drauf oder was? In dem Stock muss ich nicht mehr schauen, Toni, da war ich schon. Da wird da noch im ganzen Stock keins mehr sein. Munition auffüllen ist immer gut. Also es muss weiter oben sein, das letzte. Aber sag mal, der Timer hängt weiter, ja, da passt. Alarm! Kontaminationsscan eingeleitet! Jetzt müssen wir weitermachen, das geht oben weiter, okay. Kommt. Die Aufnahme. Jemand dachte, der Timer hängt nur so lang. Ja, ganz rauf, da kannst du rausgehen und da geht's dann weiter. Verlassen des kontaminierten Gebiets. Da kann man dann auch mal seine Munition auffüllen. Gut, ich habe auch nichts anderes erwartet, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, man, einmal Level 4 Gegner, mal ganz was Leichtes. So. Kontaminationsscan abgeschlossen. Daten auf JTF-Server geladen. Und da gibt's noch eine Überraschung für uns. Aus einer Kiste. Er macht eine Runde Pause. Achso, ja, ich kann die auch wechseln, genau. Schauen wir mal, was da ist. Oh.
Bessere Maske habe ich auch schon. Anscheinend. Okay, bessere Handschuhe. Die Handschuhe sind ja ganz wichtig. Na bitte. Ich kann auch meine Schulter aufnutzen. So, warte mal. Gehen wir mal da kann zurück. Ich auch kann man die Munition wieder aufladen, das ist sehr gut. Dann haben wir das blaue Visier drauf. Genau. Und da gehen wir das Reflexvisier. Okay, ich geh mal wieder. Ich geh mal wieder runter. Was macht der da? Schön, der steht da in der Gegend herum. Achso, man kann die Outfits dafür auch ändern, okay. Hui. Na, das tut's nicht. Ja, das kannst du auch, aber das verändert nicht den Rüstungswert. Ja, aber die Schuhe und das Ganze bringen dir auch nichts, wenn man es ändert. Super. Bist du noch weggegangen beim Balkon oder was? So, gehen wir wieder mal runter, ich warte da unten. Ich gehe beim Balkon runter. Ich laufe nicht davon. Ach so, ja, wurscht. Komm ich zu dir. Ja, es ist nur das Aussehen. Ja, aber Abschluss gehen wir auf jeden Fall mal. Ich bin ganz normal wieder rausgegangen, jetzt wollen wir reingegangen. Du kannst den ganzen Balkon nicht runter gehen, die Feuerwehrtreppen, was es ist. Oder okay. Du kannst unten nicht mehr raus. Das finde ich war jetzt ein bisschen sehr doof gemacht, aber bitte. Ich warte einfach vorm Haus. So, schauen wir mal, was wir jetzt machen. Naja, wurscht. Geh mal so raus, wie wir reinkommen sind. Hat sich gemutet. Okay, da rüber war ich. Da rein. Da runter. Markus, was machst du? Da. Aha. Aber jetzt kann ich plündern können, zuerst nicht, das finde ich auch voll lustig. Du. Quantsachen, ich brauche die Quantsachen. Ich schaue immer cool aus.
Ey, ist doch unnötig, oder? So viel Auswahl hast du nicht gehabt zum Herrichten. Ja, verlangen aber schon Geld dafür. Aber in Season Pass, den finde ich interessant, da gibt es irgendwelche Veranstaltungen, was man mit Season Pass machen kannst. Ja, nur damit du cool ausschaust. Ja, sowieso. Ah ja? Du kannst da sogar im PlayStation Store ein US Army Paket runterladen. Kannst die Uniform von der. Aha, sehr gut. Da schau, kommen wir zu mir, Toni. Da gibt's was Tolles zum Holen. Schau. Da, wo ich stehe, sollte Telefon liegen. Da. Willkommen beim Kundendienst von Pricer House. Aufgrund der jüngsten Ereignisse sind unsere Filialen im Großraum New York bis auf Weiteres geschlossen. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und werden Ihnen schnellstmöglich wieder zur Verfügung stehen. Vielen Dank.